Und damit einen wunderschönen guten Tag. Es ist der 2. Oktober. Es kommt das zweite Video zu Xbox Game Pass Challenge von mir, Jesse Neven. Hallo. Gestern hatten wir ja ein kleines Problem mit Limbo. Ihr seht, ich sehe auch immer noch so aus wie gestern. Das liegt daran, dass ich das heute aufnehme. Heute steht auf dem Plan der Car Mechanic Simulator 2021. Und ich hatte ihn gerade nochmal zum Test gestartet. Wir durchleben diesen Horror jetzt noch einmal gemeinsam. Denn was mir tatsächlich an dieser ganzen Geschichte mit dem Game Pass leider nicht so zusagt, ist dieser Ladevorgang mit den ganzen Videospielen. Und wie man sich anmelden muss. Oh Gott, ist das Game laut. Wo ist das Game? Da ist das Game. Red Dot Games. Sehr gut. Wir gucken das jetzt noch gemeinsam. Und dann geht's ins Intro. Und dann geht's ins Spiel. Und dann geht's ins Outro. Und dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, Daumen hoch setzen. Was ist denn da passiert? Da war ein Unfall. Vielleicht mache ich das Intro auch vorher dran. Ich mache das Intro vorher dran. Dann können wir uns das jetzt gemeinsam durchgucken. Oder nicht? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Warum labere ich eigentlich rein? Ihr seht, ich bin top vorbereitet. Ich habe nur eine Idee und ich habe Bock. Ich glaube, manchmal brauche ich es auch nicht mehr für ein YouTube-Video. Ja, das sieht richtig gut aus. Fuck, Alter. Okay. Wenn immer dieses Symbol erscheint, wird das Spiel gespeichert. Bitte PC nicht ausschalten. Man kennt's. Einfach den PC so, nein, das Spiel dauert mir zu lang zum Laden. Ich mach's jetzt aus, Mann. Scheiß Spiel. Man kennt es. So, okay. Ärmel hochgekrempelt. Jetzt kann's losgehen. Da musste ich kurz einen Cut machen, weil dann kommt ja jedes Mal dieses kleine Fenster. Sind Sie das? Wollen Sie sich anmelden? Ja, bitte. Bei jedem Spiel bitte mich anmelden. Ich möchte Videospiele spielen. Okay, Inhalte zum Herunterladen. Nein, spielen. Neues Spiel. Trage deinen Profilnamen ein. Josse Noven. Unterstrich. Geiler Typ. So. Normal. Grundlagen-Tutorials erscheinen hoffentlich. Ich habe einfach viel zu schnell durchgeskippt, denn oha. Was ist das denn? Geh zum Telefon. Da. Benutzen. So. Willkommen beim Car Mechanic Simulator. In diesem Tutorial vermitteln wir die Grundlagen der Mechanik, die im Spiel benötigt werden. Auftragsabwicklung, Wechsel von Flüssigkeiten, Ölwechsel, Reifenwechsel und Wartung des Vorderbeinkompressors. Ölwechseln, altes Öl ablassen und neues eingießen, sonstige Aufgaben. Okay, Auftrag annehmen. Ich bin mal gespannt. Das brauche ich doch hier eigentlich um so eine Power-Rüstung von... Nimm den Kotflügel ab. Montiere den neuen Kotflügel. Wo steht er? Das wäre doch jetzt mal interessant, wo der steht. Muss ich den erst pressen? Nee. Öffne das Tortmenü und wechsle zum Montagemodus. Achso, Tortmenü-Modus. Okay. Okay, soll ich die Felgen auch mal gerade sauber machen oder was geht hier ab? Öffne die Motorhaube. Ich öffne. Piep. Alter. Okay, klicke auf Windschutzscheiben, Wasser, Wischwasserbehälter. Nee, Windschutzscheiben, Wischwasserbehälter. So, das ist eigentlich... Ja, das ist der Kühlmittelbehälter. Da werde ich nicht... Ach, ich muss erstmal das eine demontieren, damit ich zum nächsten komme. Okay. Öffne das Tortmenü und gehe zusätzliche Werkzeuge. Wähle das Ablasswerkzeug.
Halt es an einen Tank, um Flüssigkeit abzulassen. Ach du liebes Lieschen. Diagnosewerkzeug. Das ist das Einzige, was ich auswählen kann. Ablasswerkzeug. Okay. Ich lasse ab. Okay. Öffne das Tortmenü und wechsle zum Teile-Demontage-Modus. Nimm den Tankdeckel ab. Hä, aber sollte ich nicht... Sollte ich nicht mich um das Wasser kümmern? Ja, gut. Wie viel kann ich da reingießen? Läuft es über? Ah, ich will noch ein bisschen. Okay. Scheint nicht mehr... scheint nichts Schlimmeres mehr zu passieren. Gehe zum Ölablass. Wie gut, dass ich kein Automechaniker bin und keine Ahnung habe, wo der Ölablass ist. Achso, warte mal. Sonst tropft mir die Scheiße voll ins Gesicht. Das wäre sehr unangenehm. So, okay. Alles klar. Gut, haben wir das gelöst. Lass mit dem Ölablass das Öl aus. Okay. Ich... Okay. Jetzt ist doch aber die Frage... klicke auf die Aufhängung. Okay, ich klicke. Den Ölfilter raus. Okay, ist demontiert. Öffne das Tortmenü und wechsle zur Montage von Teilen. Ich wechsle, montiere einen neuen Ölfilter. Haben wir dafür überhaupt das Geld? Wir bezahlten das alles. Ist hier Kostenvoranschlag schon bezahlt. Senke das Auto mit der Abtaste ab. Okay, ich senke. Klicke auf den Motor. Ich klicke erneut. Ja, Öldeckel einmal aufmachen. Neues Öl rein. Was war denn das andere, was wir da vorhin reingefüllt haben? Ich muss gleich nochmal nachgucken. Da gehen noch 20 Liter. Ich habe so das Gefühl, der ist voll. Weil unten ist er nämlich schon am Schäumen. Okay. Escape. So. Klicke auf die Aufhängung. So wie man es machen sollte. Ja, immer der Reihe nach. Bloß nicht gegenüberliegend. Gehe zur Reifenmontagemaschine. Benutze das Tortmenü, um Reifen abzuziehen. Der will mich abziehen, Mann. Okay. Okay. So, wähle Felge und Reifen für das Rad aus. Habe ich hier noch was anderes? Ich will die guten Michelin. Zack. Ja. Und einen neuen Reifen drauf. Okay. Ich nehme das Rad. Ich gehe wieder zurück. Drehe das Rad auf die grüne Markierung. Achso, zum Auswuchten. Aha, okay. Jetzt weiß ich, warum das alles immer so teuer war. Den Marker in den grünen Bereich bewegen. Aha. Nimm das ausgewuchtete Rad. Ich nehme es. Aber sowas von nehme ich das jetzt. Dann gehen wir wieder zurück zur Aufhängung und packen das Rad da dran, oder? Tortmenü, Montage von Teilen.
Immer schön festziehen. um das Teil zu demontieren. Achso, halten. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass es... Ey, was da für ein Flugrost ist. Also... Nimm die Koppelstange ab. Ja. Junge, das Ding ist ja voll im Arsch. Also voll im Arsch ist es noch lange nicht. Aber... Also irgendwie bin ich aber immer noch deswegen hier ein bisschen verwirrt, ne? Bin ich ja ehrlich. So, Federspanner, zack. Verbinden, wähle die Teile der Montage aus. Boah, das ist aber ziemlich viel, schon ziemlich im Argen, Alter. Das noch durch den TÜV geht? I doubt it. Kann ich hier auch eigenständig irgendwas machen? Nee, ich muss mich jedes Mal hier runterbücken. Ich kann mich nicht... Doch, ich kann mich bücken. Ich kann mich nicht bücken. Ich kann mich bücken. Achso. Na, hupsi. So, Montage von Autoteilen. Dann kommt erstmal das dran. Schön festzurren. Jetzt kommt wieder die Koppelstange dran. Koppelstange vor allem. Koppelstange. So, zack, zack. Dann machen wir hier den Billo-Reifen drauf. Schön. Winterreifen sind drauf. Öffne das Tortmenü, Fahrzeuginformationen. Habe ich Fahrzeugversion Standard, Kilometerstand 41.000, ist ja noch ein Neuwagen. Und dann sieht, ist er schon so verrostet? Junge! Alter, Gewicht, 1,5 Tonnen, Reifengröße, Werk, jo, Felgentyp, jo, Farbvariante, juckt mich nicht. Öffne das Tortmenü und wähle Fahrzeuginformationen, wechsel zu Auftragsdetails. Ich glaube, da sind wir, oder? Informationen über das Fahrzeug. Das Fahrzeug. Auftragsdetails. Kampagnen. Okay, wir haben 1950 Kronen eingenommen. Auftrag beenden. Dankeschön. Und damit haben wir das Tutorial abgeschlossen. Sehr nice. Jetzt, wo ich laufen gelernt habe, möchte ich rennen. Und zwar boah, mit meiner eigenen Werkstatt. Geil, Alter, an der Route 66. Okay, sind doch keine Kronen gewesen. Kann ich hier rein? Ist das meine Werkstatt? Yo, Big Man! Ey, Main Game, Leute. Radiosender wechseln. Ich mach mal... User Radio, ja, das war... Okay, nicht so lange damit beschäftigen. Radio läuft, Computer ist am Start. Okay, okay, cool, cool, cool. Kann ich Dart spielen? Nee. Nie darf ich was Cooles machen, Mann. So, jetzt ist doch nur die Frage... Kann ich den Bums irgendwie eröffnen? Worauf warten wir jetzt? Das Radio ist aber ganz schön laut gestellt, wenn ich das hier draußen immer noch höre. Kann ich nichts machen? Aha. Hier ist die heimliche Raucherecke von Personal. Okay, darf ich dieses Auto fahren? Muss ich Leute abschleppen? Nee. Christian Residenz Essenz. Auf jeden Fall RIP. F für Christian. War vielleicht einer vom Team.
Nicht vorbeifahren, du brauchst bestimmt einen neuen Motor. Okay, ich habe actually keine Ahnung, wie ich jetzt hier... Kann ich irgendwas wegräumen oder so? Ach, guck mal. Öffne die Karte, Inventar. Telefon. Ah, und hier kann ich die Aufträge... Öl wechseln, komm. Öl wechseln. Öl wechseln sollte jetzt erstmal easy money sein. Fahren. Auto verlassen. Du hast kein Motoröl aufgefüllt. Soll ich nur Motoröl auffüllen? Gerade? Ich farm XP. Okay, kann ich das hinten auch nochmal machen? Kann ich auch nochmal machen? Ich mach nochmal eine Gratis-Inspektion. Verkaufe ich. Also sage ich. Aber eigentlich steht es nachher alles auf der Rechnung. Übelst der Raphael. Mal gucken, ob ich es irgendwie innerhalb der Stunde überhaupt schaffe, auch nur ansatzweise einem Kunden zu helfen. Also dann checken wir nochmal den Kühler. Okay, Kühler ist verbaut. Wischwasserbehälter ist auch da. 20 Teile beim Motor kann ich überprüfen. Aha. Okay, soll ich das überhaupt machen? Naja. Servoöl. Er braucht schon Servolenkung. So. Kontrollieren wir das noch eben schnell. Die Aufhängung. Okay, aber jetzt haben wir ja das Problem. Grundsätzlich. Ah, guck mal hier. So, sehr gut. Wie komme ich denn hier raus? So, also eigentlich. Was war denn jetzt unsere Aufgabe? Einkaufsliste, habe ich keine. Batterie, Bremskraftverstärker, Motor, Kühler, Sicherungskasten. Wo ist denn hier? Wo kommt denn da Öl rein? Nicht abgelassen, bevor du den Behälter entfernt hast. Die Reinigung wird teuer für dich. Scheiße, Mann. Hilfe. Kann ich jetzt einen neuen einbauen? Warte mal, scheiße. Montage von Teilen. Habe ich aber nichts. Ja geil, Alter. Ich kann hier den Behälter nicht mehr anbauen. Oh man. Warte mal. Scheiße. Oh man. Warte mal. Ich hätte diese komische Spritze gebraucht.
Mensch, Niven, Mann, das Tutorial ist keine 10 Minuten her. Ja, aber Lel. Inventar öffnen zur Ansicht. Alle verfügbaren Informationen zum Fahrzeug aufrufen. Das waren eigentlich Kampagnenauftrag. Öl wechseln, altes Öl ablassen und neues eingießen. Sonstige Aufgaben. Ich habe bisher nichts davon gemacht. Junge, Junge, Junge. Montage von Karosserieteilen. Also ich würde ihm gerne irgendwie die Karre mal reparieren. So alles mal neu bauen, ne? Nur die Karosserie draußen, das ist okay. Also ich finde das gerade sehr umständlich, hier einen scheiß Servoölbehälter wieder einzubauen. Ey, mal gucken, ob es jetzt außerhalb des Tutorials komplett überlaufen kann. Und ich alles einsauen kann. Nee, okay, leider nicht. Okay, um hier raus zu zoomen. Boah, jetzt hätte ich irgendwie Bock auf so einen Waschsimulator, ey. Das Ding sieht ja aus. Inventar, Karte, Telefon. Was will er denn? Die Verwendung von Teilen im Mindestzustand. Scheiße, hat er jetzt den anderen einfach... Nee, hat er nicht. Okay. Ich hätte das so bewegen können. Oh mein Gott. Alles klar. Ich hab hier... Ich schaff das nicht. Was ist denn hier los? Was will der denn von mir? Innenraum und zusätzliche Teile. Ey, weißt du was? Rein mit dir. So. Einmal füllen wir hier das Dingens auf. Dann kann er seine Karre vielleicht auch ein bisschen sauber halten und sieht dann noch was. So, Escape, Deckel drauf. Batterie ist 17% haben nur noch die Reifen. Junge, Junge, Junge. Sicherungskasten. Okay, das ist mir ein bisschen zu hoch. Montage von Teilen. Ich pack das wieder drauf. Ist noch alles in Ordnung. Sicherungen sind drin. Ey Mann, lass mich raus. So. Also wir haben Öl nachgefüllt. Die Reifen. Das ist doch ein... Was ist denn hier die... Wartet mal. Jetzt alle mal warten.
Wir bleiben jetzt mal alle ganz ruhig. Karte. Es gibt eine Rennstrecke. Okay, krass. Wollte ich gar nicht wissen. Jetzt bin ich schon wieder abgelenkt. Inventar. Also mein Inventar sagt schon mal, ich habe gar nichts. Sehr gut vorbereitet. Ich habe nur noch 1 Minute 42 dafür Zeit, oder was? Oder um das anzunehmen? Okay, um den Auftrag anzunehmen. Kein Stress. Einkaufsliste. Ist leer. Ja, super. Da wäre es jetzt gewesen. Einnahme 15. Kann ich irgendwo diesen... Ich muss mal die Musik leiser machen. Ich komme zunehmend an deiner Werkstatt vorbei. Es ist gut, dass sich jemand um diese alte heruntergekommene Tankstelle gekümmert hat. Das Auto, mit dem ich heute komme, habe ich erst vor kurzem gekauft. Öl wechseln, altes Öl ablassen, neues eingießen, sonstige Aufgaben. Bremsflüssigkeit wechseln. Servolenkflüssigkeit wechseln, altes ablassen. Okay, guck mal, ich weiß jetzt, wie das geht. Wie war das jetzt nochmal? Montage von Teilen. Habe ich irgendwas abmontiert? So. Diagnose, zack. Ich habe zwar schon das gute, teure Öl da reingelassen, aber stelle ich ihm einfach in Rechnung. So, kann ich jetzt hier mal bitte neue... Ja, den habe ich ja schon ausgebaut. Die Flüssigkeit ist ja schon ausgelaufen. Ah, guck mal, da ist sogar ein Anzeiger. Okay. Servoflüssigkeit, Servoöl ist drinne. Ich mache jetzt nochmal neues Öl rein. Wir haben es ja. Bei uns gibt es einfach doppelt Öl. Wir machen erstmal das Frische rein, damit das Alte besser rausgespült wird. So ein Ding ist das hier nämlich bei uns in der Werkstatt. Ne? Also, hui, nicht so viel. So, Teile, Demontagemodus. Okay. Motorhaube zu. Fahrzeuginformation. Zu reparierende Teile. Alles? Ey, du willst mich doch verarschen. Es wird halt immer mehr. Ölfilter V8. Öl wechseln. Kampagnenauftrag. Was ist denn der Kampagnenauftrag? Das Spiel bricht mich. Ich habe halt so viel Interesse an Autos wie am Liebesleben der Pflastersteine. So reparierende Teile. Digga, hier ist... Die Karre müsste halt grundüberholt werden.
Was hat er denn eigentlich für ein Problem? Sonstige Aufgaben. Ey, darf ich mir das aussuchen? Servolenkflüssigkeit wechseln. Altes ablassen. Okay. Come on, das kann ich. Zack, ab auf die Hebebühne. Motorhaube hoch. Stopp. Ich brauch's Diagnose, Gedöns. Montage. Inspektionsmodus. Muss ich erst alles inspizieren? Also wenn ich jedes Mal immer erst alles inspizieren muss, dann ist das eine sehr unangenehm lange Zeit für jemanden, der keinerlei Interesse an einem Autoreparatur-Game hat. Auf dem Level. Ich finde, es ist grundsätzlich eine coole Sache, dieses Game, weil es nochmal ein bisschen mehr vom Innenleben eines Autos zeigt. Aber da ich jetzt kein Automechaniker werden möchte, ist das tendenziell eher nicht unbedingt mein Interessenfeld. Ich habe bisher nur Geld verloren, ne? Ich habe schon 222 Geld verloren. Nee, Mann! Nix hier abmontieren. Abgasanlage sagt, Abgase werden immer noch rausgetragen. Okay, sehr gut. Oh, da stimmt aber was nicht. Da ist was nicht grün. Da ist was nicht grün, Chat. Ach, warum Chat denn eigentlich? Internet. Entschuldigung. Jo, gib mir einfach 21, wollte ich schon sagen. 21. Gib mir einfach 11 Aufhängungen. Komm. Ja, auch nochmal 11. Let's go. Bloß niemals die Inspektion gemacht. Einfach nur, also bei dem anderen Auto. Einfach nur geguckt, festgestellt, ja, alles klar, ich bin nicht der TÜV. GG. So, Sekunde, um den Teil zu arbeiten. Jetzt. Dann Diagnosewerkzeug. Hier nehme ich jetzt die Spritze. Schwing, okay. Einmal den Deckel ab. Ich brauche gar keinen Trichter. Easy, ich mache das freie Hand. So, Deckel drauf. Auto verlegen. Zweiter Stellplatz. So, kann ich jetzt irgendwie sagen, das Auto ist fertig? Zack, sonstige Aufgaben. Geil, Mann, dafür gibt es 43. Auftrag beenden. Oh Gott, dieser Fickfehler steht ja immer noch da. Okay. Ich hatte in der Zwischenzeit gehofft, dass ihn jemand geklaut hätte. Alles klar, gut, komm, dann gehen wir jetzt mal in die Vollen. Wir machen das Auto einfach mal wieder fit. So, erstmal rein zur Hebebühne. Zack, also, was ist hier alles im Arsch? Wir fangen mal, wo fangen wir denn an? Um das Teil zu demontieren.
Ah, der Kühler ist eigentlich noch gut. Ah, ja, ey, fuck me. Warte mal. Warte mal. So, das. Einmal. Okay. Das haben wir. Hat sich da überhaupt gar nicht gelohnt, dass ich das jetzt erstmal alles voll gemacht habe. Und jetzt muss ich alles wieder neu absaugen. Aber es ist okay. Auto einmal hoch. Ich habe gesagt hoch. Gerät benutzen. Wir machen alles jetzt. Alles ab. Wenn der denkt, der kriegt jetzt seine alte Karre wieder, dann hat er sich geschnickt. So, was ist denn hier noch gut? Diagnose. Was ist ab da jetzt? Bremstrommel, ist die noch in Ordnung? Hier ist irgendwas gar nicht gut, glaube ich. Ey, ich mache dir dein Auto fit, Mann. Ich hoffe, es reicht mit den 3,8, die ich habe. Der kam nur wegen dem Ölwechsel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier mache. Ich nehme einfach alles auseinander. So, dann das. Dann das. Dann das. Imagine, du kommst wegen dem Ölwechsel und der Mechaniker nimmt dir erstmal dein ganzes Auto auseinander und sagt dir dann noch zwischendurch, ey, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier mache. Guck mal, das sieht doch schon gut aus. Hier ist doch schon alles weg. Fangen wir jetzt hiermit noch an. Vielleicht können wir die Bremsbeläge einfach ein bisschen abschleifen. Schmögelpapier 32 oder so. Oh, guck mal, die ist allerdings schon rostlösen. Ah, oh, geil, guck mal, ich kann den Rost lösen. Wir haben schon mal was Gutes gemacht jetzt hier. Achso, erst die Bremsbacken, der Radbremszylinder. Ich lese das einfach ganz schnell und tue so, als hätte ich voll die Ahnung. WD-44. Stand da wirklich gerade WD-44 drauf? Kraftstofftank Typ A. Das müssen wir erst ablassen. Obacht. Wie kann ich das machen? Oh Gott. Das gibt eine Riesensauerei. Das wird uns Unmengen an Geld kosten, wenn das ausläuft. Oh Mann. Okay, ist alles gut gegangen. Wir hatten Glück.
Nee, Mann. Hier, erst die Felge abmachen. Wenn ich die Dose schon mal in der Hand habe, dann mache ich es auch leer. So, Bremsbeläge. Achso. Achso. Was willst du denn von mir? Das heißt außerdem DW4. Cool. Ach, guck mal hier. Erstmal das Radlager ausbauen. Dann können wir die Schrauben lösen. Okay, ich glaube, ich habe jetzt so langsam kapiert, dass die Teile, die in der Reihenfolge nacheinander kommen, definitiv grün sind. Das geht nicht. Da muss ich erst das abmachen. Ich hätte vielleicht alles auch auf die Einkaufsliste packen sollen, ne? Also, ich weiß nicht, ob das gut geht. Kommentarsektion, ich bin ehrlich. Ich bange um das Auto. Aber es ist auch nur eine leichte Vermutung meinerseits, dass ich das im Laufe der nächsten 20 Minuten nicht schaffe, dieses Auto zusammenzusetzen wieder. Vor allem, dann müssen erstmal die neuen Teile bestellt werden. Dann müssen die geliefert werden. Das wird... Das wird wild. Ja, nehmen wir einfach mal die Starterbatterie aus. Wir sind ja gerade dabei. Nee, Alter, ich will... Ölfilter. Na, mal gucken, ob das eine Sauerei gibt. Also niemals wird das gut gehen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe so das ungute Gefühl, das geht nicht gut. Also zumindest haben wir jetzt gesehen, wie man das Auto auseinandernehmen kann. Ich hoffe, es ist nur noch eine Bauanleitung dabei, wie ich das Ding wieder zusammensetze.
Dann drehen wir das raus. Hä, bei dem anderen muss ich das auch nicht machen. Oder habe ich das vorhin einfach so rausgerissen? Scheiße, Mann, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich was rausgezehrt habe. Scheiße. So, das letzte wird jetzt auch noch abmontiert. Wieso kann ich die Abgasanlage nicht rausreißen? Boah, dass ich mich einfach nicht gescheit umgucken kann, ist, glaube ich, mein größter Fail für dieses Spiel. Ja, sieht das Auto halbwegs gut aus. Oh, lass mich aber nicht... Kann ich die ganze Box... Oh, ich muss alle Blöcke einzeln rausnehmen. Oh Mann, ey. Scheiße. Und die ganzen Sicherungen wieder reinballern. Oh, Himmel, Herrgott nochmal. Das kostet mich Zeit. Mir ist es zeitig. Können wir uns da nach vorne angeln? Das kann ich rausnehmen. Ach, da sind die Zündkerzen. Da siehst du mal, ich lerne hier tatsächlich noch was. Ist ja abgefahren. Ja, ich weiß nicht, was du messen willst, aber da ist halt auch eigentlich nichts mehr drin. Ist es voll einfach, wenn man erstmal weiß, wo was hinkommt. Ja, das sage ich jetzt. Vielleicht mache ich die Folge auch wenigstens so lange noch, bis wir dieses Auto zusammengesetzt haben. Außer mich trifft gleich beim Kaufen der Schlag. Jetzt kann ich den Lüfter abmachen. Okay. Das ist ja alles eine wilde Sache hier. So, ein Keilriemen ab. Also vage Prognose, das wird mehr kosten als 3.800. Ich habe so das ungute Gefühl, das wird definitiv mehr kosten. Im Fahrzeug fehlen folgende Teile, Servopumpe.
Ja, das ist ja okay. Hier kommt ja eh alles erstmal raus. Der war ja komplett im Arsch. Mach mal das Ding mal auf. Auch komplett alles im Arsch. Ich muss hier jeden einzelnen Fick einzeln ausbauen. Junge. Also das... Wer hat denn auf sowas Bock, dass wir... Dass wir nicht irgendwann gesagt haben, boah, der ganze Scheiß ist einfach viel zu aufwendig. Wir gehen wieder auf berittene Booten zurück. Das ist ein Wunder. Ich glaube, im echten Leben ist es nur halb so schlimm. Das ist jetzt gerade hier so nervig, weil ich auch ein bisschen unter Zeitdruck stehe tatsächlich. Weil ich das Format ganz gerne ein bisschen kürzer halten möchte. Und nur so Einblicke geben möchte. So gut es zumindest geht. So, so mache ich die Schrauben immer locker. Also not gonna lie. Ich hoffe, ich habe hier wenigstens ein Becken, wo ich das erstmal alles grundreinigen kann. Ansonsten wird es doch kompletter Kokolores. Das hört ja einfach nicht auf mit den Schrauben. Also ich befürchte, dass ich das tatsächlich zusammengebaut bekomme. Was fehlt denn denn? Was hab ich denn nicht hab? Oh, ich habe die Dinger nicht. Nein, war doch. Das geht ab. Oh, hier sind ja sogar noch die Zündkerzen drin. Ja, komm, hier in den WD4. WD-04. So, zack. Ich hätte es natürlich jetzt auch... Ich könnte es auch alles ein bisschen länger machen und dann mehr schneiden, wie ich hier 25 Schrauben einfach rausziehe. Aber ich möchte hier ein True Gameplay zeigen, ja? Damit hier keiner sagt, der fühlt sich von mir irgendwie verarscht, was es hier zu sehen gibt, beziehungsweise was das Spiel kann oder nicht.
Schön die mittlere Schraube rausziehen, die was halten könnte. Ach, es ist nur ein Videospiel. So. Woran hängt's hier vorne? Alter. Ja gut, komm. Wir nehmen das Ding jetzt noch komplett auseinander. Ich weiß nicht, wo ich jetzt noch was abbauen soll. Ich habe literally keine Ahnung, wo ich jetzt hier noch was, wo ich noch was abnehmen soll. Mal das. Ah, oh, schon wieder Kohle versemmelt. Sorry, ich musste kurz nur jemandem schreiben, dass er mich nicht jetzt das vierte Mal anrufen soll. Und ich mich gleich melde. Was soll ich hier auseinandernehmen? Da ist noch irgendwas. Ist da noch irgendwas? Nee. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt gerade einen Motorblock. Kolben. Also ich verstehe beim besten Willen nicht, wo ich jetzt hier noch. Um das Teil zu demontieren. Ich habe jetzt demolieren, wollte ich jetzt sagen. Okay, ich will mir wenigstens noch ganz kurz mit euch. Ansehen, ob ich Teile kaufen könnte. Aber ich sehe natürlich hier nicht, was ich brauche. Und jetzt fängt es an, problematisch zu werden. Kann ich denn die anderen Sachen... Wie weiß ich denn jetzt, was ich wieder einbauen muss? Brim, brim. Du hast kein Motoröl aufgefüllt. Ah, verdammt, aber wo soll ich das denn jetzt reingießen? Ja, okay. Also, das Game hat auf jeden Fall Potenzial. Ich sag's mal so. Aber man darf auf jeden Fall... Man muss halt wissen, was man macht. Und ich weiß es nicht. Kann ich das Auto jetzt eigentlich, draußen parken? Ich bin vertrauenswürdig. Sehe ich denn mein Inventar? Ach, guck mal, ich sehe das in der Theorie. Und könnte Teile verkaufen, Gruppe verkaufen. Ich will das aber nicht verkaufen. Ich würde ganz gerne ablehnen. Stoßdämpfer VA, Doppelquerlenker. Stoßdämpfer VA, Querlenker. Stoßdämpfer, VA, Querlenker. Ist das dann hier alles das Gleiche? Gut, dass ich Sommerreifen auf meiner Einkaufsliste habe. Guck mal hier. Ja, das wäre jetzt zu viel. Wir müssen ja auch mal dann zu einem Ende kommen. Also ich finde, das Game hat ganz gutes Potenzial.
um länger gespielt zu werden. Wenn man auf jeden Fall auch noch so ein bisschen weiß, was man dann macht und wie man es macht, vielleicht nicht alles rausreißen und dann dastehen wie ein Ochs vorm Berg, sondern vielleicht erstmal nur, keine Ahnung, Reifen erneuern, so das Wichtige, Bremsbeläge, dies, das, jenes. Ich hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt die Abgasabteilung komplett rausreißen müssen. Ja, hätte ich nicht machen müssen. Habe ich aber gemacht. War vielleicht ein bisschen fehlerhaft. Ja. Also Car Mechanic Simulator gibt es im Xbox Game Pass auch zu spielen. Ja, ich denke mal, das könnte ich mir vorstellen, on-stream mir nochmal anzugucken. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also an der Stelle, big thumbs. Ich kann euch immer nur wieder darauf aufmerksam machen, wenn ihr dazu eventuell mehr Videoteile sehen wollt oder wie auch immer auf eben YouTube, dann gerne Daumen und fleißig drunter runter kommentieren, damit ich Bescheid weiß. Also, euch jetzt noch einen geilen Tag. Wir sehen uns nachher, wenn ihr wollt, im Livestream. twitch.tv/JesseNeven. Denn da fange ich heute mit Horizon Forbidden West an. Kuss.